Gute und herzlich willkommen hier zurück im LS22 auf der Map Hofbergmann zum Hofbergmann Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe jetzt hier neues Jahr, neues Glück mit Paul, dem Landmaschinenhändler, meine Bestellliste fertig gemacht. Und ja, ich war fett auf Shoppingtour, zeige ich euch jetzt, machen wir zusammen. Paul hat uns auch zugesichert, seinen LKW zu bekommen, weil die Auslieferung dann doch ein bisschen länger dauern würde. Von daher werden wir heute shoppen, anliefern auf unserem Hof und dann werden wir mit der Feldanalyse starten. Wir haben ja die neu gepachteten Felder noch nicht analysiert für Precision Farming. Und wenn wir es noch schaffen, dann starten wir mit der Saatbettaufbereitung heute. Also, volles Programm. Ich hab Bock. Let's go. So, im Katalog. Wir starten mit dem Grupper. Und wir gehen hier auf 5 Meter. Wir nehmen die Räder mit. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir aufpassen, weil mein Budget war doch sehr knapp. Das können wir nachrüsten. Ich will nämlich da nichts reinpflanzen. Der ist übrigens von Vertex Design. Ein richtig geiler Grupper. Der, je nachdem, wie tief ihr die Bodenbearbeitung einstellt, einfach als tiefenlockerer Grubber oder Flachgrubber arbeiten kann. Also Wahnsinnsteil. So, wir kaufen den. Jupp. Wir brauchen dazu dann aber noch eine Stabwalze. Die kaufen wir auch. So, dann, und das tut richtig weh, habe ich in den Vorbereitungen gesehen, brauchen wir natürlich eine Spritze. So. Gegen Unkraut und ich nehme die hier, weil wir werden auf 18er Arbeitsbreite gehen. Ich habe ja ProSeed mit hier drauf und dann bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich habe vom Agrarplay auf dem Kanal eine ProSeed-Tabelle bekommen. Das heißt, ich habe ein Set, wann ich Fahrgassen einbauen muss und wann nicht. Das steht da drin. Das ist ein richtig hilfreiches Dokument. Und meine 3 Meter Saatmaschine matcht in dem Set mit der 18 Meter Arbeitsbreite von dem Querneland IXTR B18. Und den müssen wir aber noch konfigurieren. Und jetzt, Achtung, schnallt euch an, was auch Kosten auf uns zukommen. Ich bin nämlich fast vom Stuhl gefallen. 39.000 Euro. Junge, Junge, Junge. Das ist mehr als die ganze Spritze an sich. Aber wir gehen ja auf Precision Farming. Dann müssen wir das auch machen. Zack, kaufen. Let's go. Haben wir auch gekauft. So, und jetzt gönnen wir uns noch was für die Kalkaufbereitung, weil Gülle haben wir ja schon. Wir haben Miststreuer, wir haben Güllefass. Wir brauchen aber noch was für Kalk. Und da ist mal meine Frage an euch. Ich habe den jetzt hier aus dem Mod-Hub gezogen. Ist ein kleiner, feiner Streuer. Kann Kalk. Ich weiß aber nicht, ob das der Realität entspricht. Ich mache mal hier diese Teller noch mit drauf. Das hat ja der Predal auch. So. Kaufen. Zack. So, jetzt haben wir noch 9 und... Habe ich das Ding jetzt gekauft? Die Spritze? Nee, oder? Ich habe nicht die Spritze gekauft. Spritze. Da ist noch zu viel Geld übrig. Paul. Müssen wir mal vor die Tür gucken. Nee, ist nicht gekauft. Guckt euch mal die Szenerie hier an. Wahnsinn.
Mama noch früh im Januar. Gut, Paul. Paulchen, wir brauchen die Spritze. Die ist wohl noch im Lager. Spritze. Jetzt habe ich die nicht gekauft. So, warum habe ich die nicht gekauft? Da hat sich. Die kann ich mir auch gar nicht mehr leisten, merke ich gerade. Müssen wir einen Kredit für aufnehmen? Wie viel Kredit brauchen wir denn? 15, 20. Ich nehme mal 50k auf. Wir brauchen ja noch ein bisschen was Puffer an Betriebsmitteln. Und ich denke, 50k ist okay. Perfekt. So, 50k. Muss man auch. Deswegen hat er sie nicht rausgerückt. Ja, der wusste, dass ich nicht liquide bin. Schlitzohr kaufen. Deswegen konnte ich die auch nicht kaufen, fällt mir gerade ein. Vor lauter Gebabbel. So. Ich werde jetzt einen Teil hier auf den LKW verladen von dem Paul. Der gehört hier dazu, genauso wie der Tieflader hier, weil wir sonst uns tot fahren. Also, das ist ein schlechter Ausdruck, ich weiß. Da wir uns sonst wirklich einfach sinnlos durch die Gegend fahren. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen gucken. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Also, ich würde mal behaupten, die Spritze nimmt am wenigsten Platz weg. So, dann bremsen wir mal. Wir gehen mal in die Außenansicht. Wir werden ja eingewiesen vom Paul, sozusagen. So. Dann laden wir das. Das ist aber auch eine Riesenspritze, ne? Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte die mit dem Bührer machen, ne? Also, mit dem Bührer machen, mit dem Bührer benutzen. Na, eigentlich brauche ich das Ganze ja nicht. Na, egal. Nee. Das müssen wir nochmal anders lösen. Ich will es ja dann gleich wieder abhängen. Es geht ja nur darum, dass wir das verladen bekommen. So. Mal kurz ausrichten. Die ist ja riesig. Ich hatte es gar nicht bewusst, dass die so hoch sind. Wie groß die sind. So, ich fahre mal hier jetzt hoch. Und ich fällt sie mir nicht runter. Okay. Dann muss ich die. Okay, diese ist schon mal abgesichert. Wild. So, dann vielleicht brauchen wir den Tieflader gar nicht. Naja, der hat halt gesagt, Paul, okay, das war jetzt ein schöner Umsatz, so direkt zum Jahresbeginn. Kriegst du einen LKW, machst du halt alles selbst schnell. Dann musst du auch keine. So, da müssen die Schläuche dran, sonst kann ich ihn nicht ausklappen. Wir haben jetzt halt, das müsst ihr euch mal überlegen, wir haben jetzt für knappes 17k einfach. Moment. Ein Tiefenlockerer, ein Grubber und. Ein. Hoch, verklickt. Na. So, das ist hochgeklappt, perfekt. Ein Tiefenlockerer, also wir brauchen keinen Flug mehr. Wir. So.
glaube, wir müssen mal ein Stück nach vorne fahren. Achtung, ihr müsst euch das mal anhören. Ich weiß nicht, wo der Paul den her hat, aus welcher Auflösung von einem amerikanischen Shop, aber Achtung, hört euch mal den Sound an. Ui. Ui. So, ich bin nur ein Stück nach vorne gefahren. So, dann laden wir das hier auf. Okay, ich glaube, den Streuer, den nehme ich dann einfach hinten drauf. Machen wir erstmal hier die Cables schon ab. Achso, wir müssen den erst runterlassen. Moment. Das war falsch. Oh, jetzt sind wir richtig. Ja, mit den Knöpfen, ne? Mit den Knöpfen. Einfach mal gefettfingert. So, dann haben wir den auch aufgeladen. Dann machen wir Ladungssicherung. Ein bisschen... muss er aufpassen. Zack, zack. So, gesichert. So, dann rein da. Gut, so. Dann klappen wir mal den Kollege wieder zusammen. Okay. Alright, so, dann... haben wir die Beacons an. Ist schon... Ja, da sind wir jetzt wieder am Hof. Schön die Auslieferung am Start. Jawohl. Dann können wir hier die Rampe wieder ablassen. Zack, machen das aus. Und dann hüpfen wir wieder in unseren Schlepper. Und nehmen noch den kleinen, aber feinen, nicht zu verachtenden Vicon-Pendelstreuer mit. Da können wir dann unseren, also meinen Bührer auch mit losschicken, ne? Dass der auch was schaffen kann. Da geht es vor allem um Kalk, das habe ich nicht gut gemacht. Kalk, es ist nämlich jetzt Gülle- und Kalkbodenbearbeitungszeit. Das habe ich leider auf dem Hofgut Velvet leider zu spüren bekommen, dass man Kalk nicht nachträglich beigeben kann, sozusagen. Ja, dann fahre ich jetzt zum Hof. Da mache ich auch wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Bührer und dem Isaria-Sensor Bodenprobe-Entnehmungsgerät wieder am Start bin. So. Ja, jetzt zum Abschluss der Folge würde ich sagen, gehen wir hier nochmal, ja. Oh, den Bührer, den hat es gerade zerrissen.
da gehen wir dann hier nochmal. Ach, das ist doch so eine wundervolle Szenerie hier mit dem Licht. Wahnsinn, die Lichtschwingung. Heftig, heftig. So, dann rückwärts ran. Wir brauchen den Sensor für Feld 3. Feld 9, glaube ich. Und ich glaube, ich muss die Wiese noch machen. Die 11, die ich gepachtet habe. So, kommen wir hier dran. Das ist die richtige Seite, ja. So, dann hüpfen wir mal hier raus. Zack. Wir haben keine Zapfsäule. So. Kommen wir hier rum. Mal richtig einschlagen. Ah, einen Kercher brauche ich noch. Die Leute denken ja auch, ich hätte kein Geld. So, dann hier. Deswegen habe ich das Feld auch gewählt. A, es war nichts drauf. Und B, es ist direkt am Feldrand. So, da mache ich aber mal den HUD an und die Minimap. Dann geht es nämlich einfacher. So, wir entfalten unsere komplette Anlage. Sehr gut. Dann bitte einmal nehmen. Sehr schön. Dann fahren wir einfach hier runter. So, und dann auch wieder entnehmen. So, dann fahren wir nochmal ein Stück weiter. Dann schon noch zwei. Hier die Eckchen da. Mal schauen, ob die dann vom Labor mit analysiert werden. Ich bin gespannt, was wir hier für einen Boden haben. Die Bodentextur ist hier aber auch anders wild, oder? Kommt mir das nur so vor? Naja. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier rein. So, dann nehmen wir hier wieder eine Bodenprobe. Ah, jetzt langt es dafür da hinten nicht. Ah, doch. So, jetzt gehen wir mal da. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. So. Dann nehmen wir hier noch eine. Und die letzte noch. Hier an dem wunderschönen Januarmorgen. Uns erwartet Schnee. Auch ganz wild. So, hier nochmal. Zack. Die Käserei läuft. Den Tieren geht es soweit gut. Die Hühner haben einen Output. Das ist nicht mehr feierlich. Und ich würde sagen, wir machen hier Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich mache mit dem Sensor weiter auf unseren Feldern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich mit dem Corona-Grupper hier das Feld auf Saatbett-Bodenbeschaffenheit umarbeite. Vielleicht bringe ich vorher noch Kalk aus. Ich muss mal gucken, was die Werte sagen. Auf jeden Fall hole ich euch dazu. Wir haben jetzt geshoppt, ein bisschen Feld, die nächste Feldarbeit. Wir machen die nächste Folge auch Feldarbeit. Also ich habe einen Plan. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Kostenloses Abo. Würde mich auch sehr freuen. Kostet nichts. Ich kann es auch wieder
sagen, be a friend, tell a friend, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.